Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit überwältigender Mehrheit hat sich die SPD der DDR heute für ein geeintes Deutschland als Ziel ihrer Politik ausgesprochen. Alle Schritte dahin müssten aber in einen gesamteuropäischen Prozess eingeordnet werden. In der heute auf der Landesdelegiertenkonferenz in Ost-Berlin verabschiedeten Entschließung heißt es weiter, die Grenzen aller Nachbarn seien unantastbar. Der Bonner SPD-Chef Vogel beglückwünschte die DDR-Sozialdemokraten zu ihrer Deutschlanderklärung. Zugleich rief er die Bürger der DDR auf, im Lande zu bleiben. Ihr Weggehen würde die Reformer schwächen und die Schwierigkeiten erhöhen. Viel umjubelter Gastredner am letzten Tag der Delegiertenkonferenz war Hans-Jochen Vogel. Deutlich spürbar war heute auch das gestärkte Selbstbewusstsein, mit dem die DDR-Sozialdemokraten nach ihrer gestrigen Umbenennung in SPD nun in den Wahlkampf ziehen. Dieser euer Beschluss ist ein Beschluss von historischer Bedeutung. Und dies deshalb, weil ihr mit diesem Beschluss einen endgültigen Schlussstrich und einen Abschnitt gezogen habt, der zu den dunklen und bedrückenden Abschnitten in der Geschichte der Sozialdemokratie auf deutschem Boden gehört. Vogel erinnerte auch an das Unrecht, das Sozialdemokraten unter der SED-Herrschaft angetan wurde. Und er forderte erneut die Rückgabe des nach 1945 von der SED vereinnahmten Parteivermögens. Zum Abschluss ihrer dreitägigen Konferenz bekannte sich die DDR-SPD ausdrücklich zur deutschen Einheit. Und was sofort möglich ist, soll auch sofort geschehen. Einen Wirtschafts- und Währungsverband wollen sie als erstes schaffen, wenn sie am 6. Mai an die Regierung kommen. Markus Meckel, neben Ibrahim Böhme, ein möglicher Spitzenkandidat der DDR-SPD, nannte in einer Grundsatzrede das Hauptziel des kommenden Wahlkampfs, einen radikalen Neuanfang. Voraussetzung für das, was kommt, aber ist die ebenso radikale Entmachtung der SED. Sie trägt die Verantwortung für den Ruin dieses Landes. Am Nachmittag Großkundgebung auf dem Alexanderplatz zum Gedenken an Rosa Luxemburg. Die DDR-SPD wollte damit demonstrieren, dass die SED das Erbe Rosa Luxemburgs nun nicht mehr für sich alleine in Anspruch nehmen kann. Gastredner hier war der regierende Bürgermeister Walter Momper. Anschließend zog die Menge zur Gedenkstätte der Märzgefallenen. Die große Zahl der Teilnehmer weckt Hoffnungen. Die DDR-Sozialdemokraten wollen, so das erklärte Ziel seit heute, aus den Wahlen am 6. Mai als stärkste Partei hervorgehen. Auch die SED hatte gemeinsam mit 10 Parteien und Organisationen zu einer Kundgebung aufgerufen. In den vergangenen Jahren war es bei derartigen offiziellen Veranstaltungen zu Auseinandersetzungen zwischen Oppositionellen und dem Staatssicherheitsdienst gekommen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ADN beteiligten sich heute einige 100.000 Menschen an der Demonstration. Die Gedenkstätte der Sozialisten im Ostberliner Stadtteil Friedrichsfelde. Für Stunden zogen Menschen aus allen Teilen der DDR an der Gedenkstätte mit den Grabplatten von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vorbei. Zu der Demonstration hatten unter anderem SED-PDS, FDJ, der jüdische Kulturverein der DDR, aufgerufen. Nicht aber die Opposition. Das bombastische Gehabe der Vergangenheit fehlte. Deutlich weniger Fahnen und Transparente. Ministerpräsident Modrow und SED-Chef Gysi ehrten die Toten, verzichteten aber auf die früher üblichen Reden. Die Rosa-Luxemburg-Karl-Liebknecht-Demonstration, sie war in der DDR zu einem verordneten Ritual verkommen, mit genehmigten Losungen in abgegrenzten Marschblöcken. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Dieser Satz von Rosa Luxemburg war von der SED ins Gegenteil verkehrt worden. Parolen und Transparente heute. Trotz alledem, SED-PDS, wir unterstützen die Regierung Modrow, wir lassen uns nicht beerdigen. Der Aufruf zur heutigen Demonstration enthielt das bekannte Luxemburg-Zitat. Die SED wollte damit Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Doch es ist erst 2 Jahre her, dass die Staatssicherheit gegen Oppositionelle, die das Zitat von der Freiheit des Andersdenkenden auf ihrem Spruchband trugen, mit Gewalt vorging. 80 Personen wurden ausgebürgert. Die Leichen von Luxemburg und Liebknecht wurden 1919 in den Landwehrkanal geworfen.
Von hier im Westteil Berlins zur Ostberliner Gedenkstätte sollte eine Menschenkette gebildet werden. Sie kam nicht zustande. Vor allem auf westlicher Seite fehlte das Interesse an dieser demonstrativen Geste. Mit scharfer Kritik hat heute der Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs Schnur die Haltung der DDR-Regierung gegenüber dem runden Tisch bedacht. Es sei Missachtung des Volkes und unerträglich, dass Ministerpräsident Modrow dem Gremium nicht schon morgen zur Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit Rede und Antwort stehe. Schnur forderte die Koalitionspartner auf, das Regierungsbündnis zu verlassen. Modrow will erst am 22. Januar vor dem runden Tisch erscheinen. Den Regierungsbericht soll morgen an seiner Stelle Innenminister Arendt vorlegen. Nieder mit der SED. Unter dieser Parole gingen heute Zehntausende Magdeburger auf die Straße. Auch in Karl-Marx-Stadt und Suhl gab es Demonstrationen. Die sogenannte Wende sei überhaupt noch nicht eingetreten, hieß es auf der Kundgebung, zu der Neues Forum und SPD aufgerufen hatten. In Betrieben, Bezirken und Sicherheitsorganen sei die SED noch immer allgegenwärtig. Die meisten Stasi-Mitarbeiter seien noch im Amt. Auch zwei Monate nach der friedlichen Revolution in der DDR habe die Opposition in Magdeburg keine eigene Zeitung zur Verfügung. Auf den Kundgebungen fand der Ruf nach deutscher Einheit viel Beifall. Die SED-PDS will sich von einem Großteil ihres Vermögens trennen. Nach einem Bericht der DDR-Nachrichtenagentur ADN legte das Präsidium heute einen entsprechenden Entwurf vor. Die Partei will demzufolge 11 der 16 Zeitungsverlage und 21 der 26 Druckereien in so wörtlich Volkseigentum überführen. Genauso soll mit der Firma Genex Geschenkdienst GmbH verfahren werden. Über das Unternehmen können hochwertige Westwaren gegen Devisen an DDR-Bürger geliefert werden. Die SED werde außerdem die meisten der 37 Gästehäuser und Erholungsheime abgeben. Die Daimler-Benz AG hat erste Schritte zu einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der DDR noch für die Zeit vor der Wahl am 6. Mai angekündigt. Nach einem überraschenden Gespräch mit Ministerpräsident Modrow in Ost-Berlin sagte der Vorstandsvorsitzende Reuter, alle westdeutschen Teilnehmer des gestrigen industriellen Treffens seien von dem Regierungskonzept für eine soziale Marktwirtschaft beeindruckt. Die grundsätzliche Begrenzung von ausländischer Kapitalbeteiligung auf 49% sei offenbar noch nicht das letzte Wort. Die Lage in den sowjetischen Kaukasusrepubliken gerät zunehmend außer Kontrolle. In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku kamen gestern bei Zusammenstößen mindestens 30 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen Armenier. In Berichten ist die Rede von Gräueltaten. Mehrere Opfer seien bei lebendigem Leibe verbrannt oder von Balkonen gestürzt worden. Wie es hieß, zogen auch heute bewaffnete Banden auf der Suche nach Armeniern mit Adressenlisten durch die Stadt. Auch in anderen Teilen des Landes gab es wieder mehrere Tote. Offiziell hat Moskau bislang noch nicht reagiert auf die schlimmen Nachrichten aus dem Süden des Landes, aber offenbar werden Armee und Sondereinheiten verstärkt. Dass es zwischen den verfeindeten Nachbarrepubliken Aserbaidschan und Armenien zu einer neuen Eskalation der Gewalt kommen könnte, das hatte sich schon seit Tagen angekündigt, spätestens seit der ultimativen Forderung der aserbaidschanischen Volksfront, alle Armenier aus Baku zu evakuieren, heißt zu vertreiben. Als die Regierung auf diese Forderung nicht einging, hat die Volksfront offensichtlich die Angelegenheit in die eigenen Hände genommen. Mehrere Dutzend Menschen kamen dabei ums Leben. Nun müsste schon ein Wunder geschehen, wenn sich die Spirale der Gewalt nicht weiter drehen würde. Schon wird in Armenien nach Rache gerufen für die getöteten Landsleute. Nach seinem problematischen Besuch in Litauen sind die erneuten Gewalttätigkeiten im Süden der Sowjetunion für Staats- und Parteichef Gorbatschow ein neuer Schlag. Seine Gegner werden versuchen, das Auseinanderdriften der Republiken, die Ohnmacht des Staates angesichts der blutigen Nationalitätenkonflikte und den weit verbreiteten Unmut der Bevölkerung über die schlechte Versorgung gegen ihn zu verwenden. In der kommenden Woche soll hier in Moskau das Plenum des Zentralkomitees der KPDSU tagen. Das könnte spannend werden. Soeben erreichten uns erste Bilder aus der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Begonnen hatten die blutigen Unruhen, als dort gestern auf dieser Kundgebung der Volksfront Flugblätter mit dem Aufruf zu Pogromen gegen die armenische Minderheit auftauchten. Die Führer der Volksfront sowie Geistliche und die KP Aserbaidschans riefen die Bevölkerung vergeblich auf, Ruhe zu bewahren. Der seit nun 2 Jahren andauernde Konflikt zwischen den beiden kaukasischen Republiken forderte bisher ungefähr 200 Todesopfer. In El Salvador sind 2 Monate nach den Morden an 6 Jesuitenpriestern 8 Angehörige einer Eliteeinheit festgenommen worden
unter ihnen ein Oberst, der bis vor kurzem Chef des militärischen Geheimdienstes war. Sie soll nach den Worten von Präsident Christiani vor ein Militärgericht gestellt werden. Die Bluttat hatte weltweite Proteste ausgelöst. Die USA hatten die Fortsetzung ihrer Militärhilfe von der Aufklärung des Massakers abhängig gemacht. Im benachbarten Guatemala ist heute der salvadorianische Oppositionspolitiker und Sekretär der Sozialistischen Internationale Okeli ermordet aufgefunden worden. Er war gestern entführt worden, vermutlich von Angehörigen einer Todesschwadron, vor denen er in das Nachbarland geflohen war. Ungeachtet massiver Proteste aus Syrien und Irak hat die Türkei heute damit begonnen, den Fluss Euphrat zu stauen. Bei Bursowa wurde ein neuer Staudamm in Betrieb genommen. Für einen Monat lang fließt nur noch ein Viertel der bisherigen Wassermenge in die Nachbarländer. Irak und Syrien befürchten katastrophale Auswirkungen für ihre eigene Stromversorgung und die Landwirtschaft. Auf Korsika sind mehrere Bungalows eines FKK-Feriendorfes in die Luft gesprengt worden. Ein 60 Mann starkes Kommando der Nationalen Befreiungsfront Korsikas war am Vormittag in das 50 Kilometer südlich von Bastia gelegene Camp eingedrungen. Die Anwesenden, unter ihnen der deutsche Verwalter, wurden gefangen genommen. Dann brachten die maskierten und bewaffneten Männer an 20 Bungalows Sprengladungen an und zündeten sie. Die Nationale Befreiungsfront, FLNC, kämpft gegen die Überfremdung durch Touristen und für die Selbstständigkeit der zu Frankreich gehörenden Mittelmeerinsel. Im oberbayerischen Rosenheim haben heute die Republikaner zum Abschluss ihres Parteitages den im November vorgestellten Programmentwurf weitgehend übernommen. Im Mittelpunkt steht neben Aussagen zur Familien- und Ausländerpolitik die Forderung nach der Wiedervereinigung. Der Slogan der DDR-Demonstranten als Republikanerparole. Kein Zweifel, die rechtsextreme Partei sucht den Anschluss in der Deutschlandpolitik. Nationalismus ist angesagt. Wiedervereinigung sofort und Berlin soll wieder Hauptstadt sein. Nicht ganz einig sind sich die Republikaner allerdings über die Grenzen eines wiedervereinigten Deutschlands. Ein Republikanervertreter aus der DDR über seine Grenzvorstellungen. In den Grenzen von 37, die ja noch bestehen. Ja, und darüber werden wir mit den Nachbarn sprechen. Ja, sagen Sie, was passiert mit den Polen, die hinter der Ostgrenze wohnen? Wie denken Sie sich das? So im Einzelnen kann ich das jetzt noch nicht sagen. Doch nicht genug. Zwei vom Parteitag gebilligte Vorlagen zur Deutschlandpolitik fordern gar die Rückgabe des Sudetenlandes. Polen und Russen in den Ostgebieten sollen aber Minderheitenschutz bekommen. Republikanerchef Schönhuber setzt auf die DDR. Er will bei den Wahlen am 6. Mai antreten. 500 Republikaner soll es in der DDR bereits geben. Die Gründung von Verbänden stehe bevor. Schönhuber gibt sich siegessicher. Wir werden nicht mehr zu stoppen sein. Man kann schreiben über uns, was man will. Wir werden siegen. Die Superführungsfigur Schönhuber hatte diesen Parteitag fest im Griff. Immer, wenn eine Diskussion entstand, griff er ein und lenkte mit heftigen Angriffen auf die Medien von Unstimmigkeiten in den eigenen Reihen ab. Mit seinem absichtsvollen Nachskandieren des Rufs der DDR-Opposition bewirkt er mit Sicherheit eines: die Schwächung dieser Opposition und die Stärkung der SED. Im nordspanischen Saragossa sind beim Brand einer Diskothek 43 Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben soll ein Kurzschluss in einer überlasteten Stromleitung das Feuer verursacht haben. 3 Stunden vor diesen Aufnahmen hatten hier noch rund 130 Menschen, meist mittleren Alters, getanzt, sich unterhalten, an der Bar etwas getrunken. Dann plötzlich, kurz vor 3 Uhr morgens, brach in der Diskothek Flying in der Altstadt von Saragossa ein Inferno aus. Dieser Kellner hat überlebt. Ich hatte Rauch gesehen und bin nach oben gerannt, nur immer nach oben. Da kam auch schon die Decke runter, der Boden brannte, die Leute lagen übereinander. Ich habe einfach nur Glück gehabt. Sie stand an der Bar, dann war plötzlich alles voller Rauch. Einer hat mich an der Hand gepackt und nach oben gerissen. Irgendwie war ich dann draußen. Die Feuerwehr war innerhalb weniger Minuten am Brandort, konnte aber nur noch Tote bergen. 43 insgesamt. Die Flammen selbst waren nicht die Todesursache. Kaum einer hatte Brandwunden. Viele der Opfer fand man noch auf den Stühlen. Sie hatten nicht einmal Zeit zum Wegrennen. Inzwischen vermutet man, dass die Plastikdekoration beim Verbrennen giftige Gase entwickelt hat, möglicherweise Blausäure. Der Tod kam sehr schnell. Dabei galt diese Diskothek als besonders sicher. Erst 1984 hatte man sie aufgrund neuer und strenger Vorschriften gründlich umgebaut, einen zusätzlichen Notausgang geschaffen. An die gefährlichen Plastikteile aber dachte offensichtlich niemand.
Der Stuttgarter Karl-Uwe Stieb ist im Endspiel des Tennisturniers von Sydney knapp gescheitert. Er unterlag dem Franzosen Yannick Noah in drei hart umkämpften Sätzen 7-5, 3-6 und 4-6. Für Stieb, der vorher Boris Becker und den Schweden Mats Wilander ausgeschaltet hatte, war es die dritte Finalteilnahme in einem Grand Prix-Turnier. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 15. Januar. Das Satellitenbild zeigt das südliche Mitteleuropa von einzelnen Nebelgebieten abgesehen nahezu wolkenlos. Von Südskandinavien ausgehend erstreckt sich ein Wolkenband zur Biskaya. Ihm folgt nach Westen hin ein umfangreiches Wolkengebiet nach. Das Wolkenband gehört zu einem Störungsausläufer, der in abgeschwächter Form am Montag Deutschland überquert. Nach kurzer Wetterberuhigung greift das Frontensystem eines Islandtiefs ab den Mittagsstunden auf Deutschland über. Dabei wird milde Luft auch in den Süden geführt. Die Vorhersage für morgen. Im Südosten anfangs teils neblig trüb, teils sonnig. Später, wie schon in den anderen Gebieten, vielfach bedeckt. Im Südosten anfangs noch Schnee und vor allem in der Mitte und im Norden zeitweise Regen. Tiefstwerte im Norden bei 4, sonst 1 bis minus 4, südlich der Donau bis minus 10 Grad. Höchsttemperaturen 2 bis 7, im Nordwesten bis 9 Grad. Im Süden schwacher, nach Norden zu mäßiger bis frischer Wind um West. Die weiteren Aussichten, am Dienstag weitere Regenfälle, auch im Süden mild. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 23.25 Uhr.